So, da bin ich schon wieder. Jetzt fragt ihr vielleicht, was ist gerade so Schönes passiert? Ich bin mal kurz auf meinen Desktop zurückgesprungen, hab mir da mal ganz kurz angeguckt, wie mein Event denn so genau hieß. Zum Thema Barbarossa. Denn das benötige ich. Denn ich will es ja jetzt von Hand zünden, oder ich muss es jetzt von Hand zünden, sagen wir es besser mal so. So, ein paar bulgarische Truppen lasse ich dann doch besser da unten. Weil, naja, der Brite, der könnte halt ein bisschen nerven. So, und ich werde es einfach zünden, wenn ich einsatzbereit bin. Sprich, wenn alle Truppenteile eingetroffen sind. Dann werde ich es zünden, dann geht's los, dann beginnt der letzte Konflikt. Und dann ist mein LP schon bald zu Ende. Ach ja, falls ihr euch gerade fragt, wann das Afghar-Korps von mir mal kommt, darüber habe ich ja, was heißt, ich habe, mein Kollege hat darüber Events gemacht. Das kommt aber, sobald die Briten Tobruk und Benghazi besetzt haben. War ja in Wirklichkeit so. Da dies noch nicht der Fall ist, kommen noch alle keine Truppen von mir an. Also. Ja, ich brauche unbedingt ein bisschen Ruhe, ich merke es. So, die Russen, ja, die Russen. Die sind nicht so einfach zu besiegen. Focke-Wulf A und mehr Division, das ist gut. Das ist sehr gut. Zack, zack, zack. Dahin. Zack, zack, zack. Dahin. Zack, zack, zack. Dahin. So, wo brauche ich welche? Aha. Gut. Da auf jeden Fall. Naja, mal sagen. Dahin. So, noch mehr Truppen. Das ist gut, dass noch mehr Truppen kommen. Wie gesagt, ich brauche sie alle. Die Russen sind richtig schön zäh. Was ich mal machen könnte. Die Truppen verbessern. Da muss ich nicht so lange auf die Verbesserung warten, dann kommen sie nämlich sofort. Ja, und ihr seht hier richtig. Lettische SS-Freiwilligendivision, die gab es wirklich. Ich glaube, mit Jagdpanzer mache ich mal so 6. Warum nicht? Ist auch die erste SS-Leibstandarte und die fünfte SS-Viking dabei. Schöne Panzerdivisionen waren das. Könnt ihr mal googeln. Viking und Leibstandarte Adolf Hitler. Das waren richtig Elite-Panzerdivisionen. Was die alles weggemetzelt haben, mein lieber Scholli. So. Ah, da stehen auch meine ungarischen Truppen. Ups, verklickt. Ja, Leute, das LP ist leider schon bald vorbei. Schade so ein bisschen. Weil es hat ja gerade erst richtig angefangen. Aber hey, macht ja nichts. Wenn ein LP vorbei ist, folgt das nächste. Und wenn das hier vorbei ist und ich dann 300 Abos habe, dauert ja nicht mehr sehr lange, dann könnt ihr voten. Welches NES-Spiel, NES? Nein, GBA, so. Also Advanced-Spiel. Welches dann LPen soll. Das dürft ihr dann entscheiden. Das werde ich halt, wie gesagt, posten. Oder, das heißt posten, hochladen. Wenn es halt denn soweit ist und ich wirklich 300 Abos habe. Fehlen ja noch 7 momentan. Ich hoffe mal, dass bald die restlichen kommen. Und dass ich dann, recht früh dann beginnen kann. So. Truppen werden verbessert, das ist eigentlich immer gut. Ohne Truppenverbesserung kommt man nicht weiter. So, nur ein ganz kleines Problemchen habe ich, nämlich die Sache mit denen hier. Den Finnen, die wollen nämlich nicht in mein Bündnis. Leider habe ich es damals auch nicht so eingestellt, dass die Finnen automatisch ins Bündnis kommen, gegen Russlandfeldzug. Warum nicht? Na, frage ich mich eigentlich gerade selber. Wenn ich mal so drüber nachdenke, wäre es besser gewesen, wenn ich es so gemacht hätte. Dass halt die Russen die Gelegenheit, klar, die Russen. Dass die Finnen halt die Gelegenheit ausnutzen und ihre Gebiete, die sie im Winterkrieg verloren haben, zurückerobern wollen.
Das ist auch der eigentliche Grund, warum die Finnen überhaupt mitgemacht haben. Nicht jetzt hier Achse treu oder so, nein. Nur um ihre Gebiete zurückzuerobern. Deswegen haben sie auch nicht Leningrad angegriffen. Die haben einfach dieses Gebiet hier, Vliet Plovy, wie das abgesprochen wird, haben die besetzt und dann haben sie es aufgehört. Kann man unter anderem auch ein bisschen verstehen. So, alle Truppen sind einsatzbereit. Dann beginnen wir mal dem Event. Event, so. 2, 0, 3, 5, 5, 6, 0. Bab. Fall Barbarossa. Moment, ich sehe gerade die Skype. Ah, da ist sie. Ich muss gerade die Skype-Anzeige nochmal sehen. Skype, ich meine Fraps-Anzeige. So, da funktioniert das Bild nicht, das muss ich nochmal überarbeiten. So, es gibt zwei Events. Das ist das zweite, weil ich halt Großbritannien besetzt habe. So müsste das hier nächstes Jahr erst triggern. Ich mache es aber jetzt schon, damit ihr nicht so lange warten müsst. Nach der Eroberung Großbritanniens blieb die Sowjetunion der einzige Gegner des Deutschen Reiches in Europa. Bereits vor der Invasion Englands gab es Pläne für eine Invasion Russland. Allerdings wäre ein Zwei-Fronten-Krieg nicht vorteilhaft für das Reich, deshalb wurde der Plan verschoben. Nun ist es soweit, die Armeen warten nur auf den Befehl zum Angriff. Beginnen wir mit der Invasion. Zack. So. Jetzt sind wir schließlich im Krieg mit den Russen. Und Leute, wenn ich die weghaue, dann ist es soweit. Dann ist mein LP zu Ende. Was müsst ihr machen, um die Russen wegzuhauen? Pausenlos angreifen. Ihr dürft sie nicht mal, auch nur, nicht mal so ein bisschen. Ihr müsst sie einfach wirklich fisten. Und das könnt ihr eigentlich nur so lange machen, solange es Sommer ist. Im Winter würde ich euch raten, nicht anzugreifen. Warum nicht? Kalt. Winter gleich kalt. Ja. Sehr gut, Leo. Sehr gut, Leo. Ja. Das hast du gut gemacht. So. Ups. Stimmt, meine. Stimmt, die habe ich auch noch. Egal. So. Du dahin. Dann kann der dahin. Und der dahin. Und dann noch Brest-Litowsk. Luftwaffe. Das ist jetzt ein bisschen langweilig mit meiner Luftwaffe hier. Ich sag auch mal, dass ich sie nicht ewig hier rumschicke. Oh, guck mal, keine Reichweite. Schön. So, Bodenangriff. Noch eine. Wie viel Stück habe ich gebaut? Also das nicht Warschau nehmen, sollst das dann nehmen. So. Dann die Gruppe Nord. Nein! Du sollst Luftüberlegenheit machen, du bist ein Abfangjäger, Mann. Also wie gesagt, luftwaffenmäßig bin ich ja nicht so gut momentan, dass ich sagen kann, ach ja, ich schnetzel alle nieder. Geht momentan leider nicht. Denn wie gesagt, ich habe Luftwaffe nicht sehr viel gemacht. Was denn hier heißt ein Abfangjäger, ey? Ist ja übel. So. Zeit reicht noch. Und dann schließe ich noch die letzten. Ich vergesse es auch recht oft, muss ich dazu sagen. Das mit der Luftwaffe. Gerade bei den Deutschen, wo es größtenteils nur auf das Land her ankommt, vergesse ich das wirklich sehr oft. Müsste mal darauf achten, wie oft ich das vergesse. Okay, alles ist gemacht. Los geht's. Ja, Fall Barbarossa. Okay, 10 Divisionen haben die Russen pro Grenze. Müsste eigentlich machbar sein. Das müsste eigentlich richtig machbar sein. So, wie sag ich mal, halt so lange, bis die Russen mir Frieden anbieten. Und danach ist es Schluss. Aber ich glaube, das werde ich heute sowieso nicht erreichen. Ich glaube, heute werde ich schon die Anfänge machen. Also C sind die ja.
Peitschen ist ja noch gar nicht zurück. Wie sieht es mit den Verbündeten aus? Oh ja. Ja, die Verbündeten kommen gut klar. Vielleicht hätte ich doch nicht so eine Großoffensive machen sollen. Vielleicht doch lieber Schwerpunktangriff. Naja, jetzt habe ich mich halt schon so. Gut, der erste Durchbruch. Da oben. Ja, im Baltikum kamen die Deutschen sehr schnell voran. Muss auch sagen, man kann es nicht mit der Realität hier vergleichen. Gut, die ersten Siege werden gerade errungen. So. Wo war erbitterter Widerstand? Da oben. Ich würde sagen, erstmal unterstützen. Damit die auch durchkommen. Das ist nicht gut. Okay, einen Angriff muss ich leider abbrechen. So, Kurve sind wir auch durch, das ist auch schön. Ja, die Russen sind ein paar kleine Freaks. Die kämpfen richtig übelst. Das waren für die Deutschen auch völlig neue Erfahrungen mit den Russen. Weil bisher hatten sich der Feind immer schon selber schon zurückgezogen. Ja, der Russe hat es dann nicht mehr gemacht. Der hat um sein Land richtig gekämpft. So sehe ich es hier gerade richtig. Ja, sehe ich richtig. Der macht hier echt einen Gegenangriff. Na, soll er ruhig mal machen. Was hier recht sinnvoll wäre, wenn ihr den Überblick behaltet. Ihr müsst überall an den Grenzen Divisionen haben. Wenn ihr das nicht habt, dann gnade euch Gott. Die Russen sind richtig Assis, was das angeht. So, Lemberg angreifen. Und du gehst dahin. Und du unterstützt diesen Angriff. Gut. Brest-Litowsk. Kann man mal angreifen. Bialystok. Mann, warum sage ich plötzlich Brest-Litowsk? Sieht momentan recht gut aus. Standard eigentlich. So, dann wollen wir mal die Truppen ein bisschen aufteilen. Ein paar müssen sich Kaunas nehmen. Damit ich so auch allmählich Litauen besetzt habe. Ich habe jetzt einen richtigen ungünstigen Zeitpunkt die Russen angegriffen. Vielleicht würden jetzt ein paar sagen, ungünstiger geht es doch schon gar nicht mehr. Ja, doch ungünstiger geht es schon mitten im Winter. So, das sieht gut aus. Die Truppen können auch schon mal rübergehen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin jetzt schon mal über den Dnjepr. Oh Mann, über den Bug. Ist das der Bug? Wie komme ich auf den Dnjepr? Der ist viel weiter weg. Ich bin jetzt über den Bug gekommen. Schon mal. Das ist mal erfreulich. Zwar auch nicht überall, aber größtenteils. Und ich habe schon mal die Front der Russen besiegt. Das ist auch gut. Die Front ist immer am stärksten. Später werden sie schwächer. Dann schwächen die ein bisschen. Liegt ja auch daran, weil sich Ewigkeiten umstrukturieren müssen. So, das ist jetzt schon der zweite Part. Einer folgt noch. Na, Maus. So, und dann mal schauen, wie weit wir dann kommen. Bis später.